Ja, heute gucken wir uns einen ganz besonderen Showroom an. Wir sind hier bei Allein Glas Motors. Und Allein Glas Motors ist sowas wie der OG hier unter den Showrooms hier in ganz Dubai. Die gibt es schon, ich würde sagen, fast 25 Jahre oder so. Ne? Also als das damals so anfing mit den ganzen Luxusautos hier in Dubai, waren die wirklich die Nummer eins und die allerersten. Und deswegen liegt mir dieser Showroom auch ganz besonders am Herzen. Und die haben auch immer richtig, richtig tolle Autos. Davon abgesehen ist Allein Glas der einzige autorisierte Königseck-Händler hier in Dubai. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich hier ein paar Königsecks auch sehen. Und ich würde sagen, raus hier aus der Hitze, ist raus ungefähr 8 Millionen Grad. Wir gehen mal rein und gucken uns an, was Allein Glas heute so zu bieten hat. Komm. Also ich muss sagen, ich hatte den Showroom hier ehrlich gesagt ein bisschen größer in Erinnerung, aber ist auch schon ein paar Tage her, seit ich hier war. Und deswegen würde ich den Showroom eigentlich mal so beschreiben als klein, aber fein. Ich würde sagen, wir machen mal so einen kleinen Rundgang, was es so gibt, weil hier gibt es wirklich ein paar richtig schöne, exklusive, seltene Autos. Ja, wir fangen einfach mal direkt hier an. Wenn ihr reinkommt, werdet ihr also schon direkt begrüßt von diesem komplett orangefarbenen Elva Ford GT. Komplett orange, auch von innen orangenes Leder. Dann die Legende natürlich, Carrera GT, V10, Schaltgetriebe, ja, ihr wisst, legendäres Auto. Dann ein von nur zwei gebauten Bugatti Veyron Mansory Linea Vivere hier in Mattweiß. Und als Kontrast natürlich dieses Mansory-typische, ziemlich grobe Carbon. Sehr, sehr schönes Auto, bekanntes Auto. Manchmal kann ich fast gar nicht glauben, dass der Veyron schon so alt ist. Dann haben wir hier Porsche 430 Scuderia. Übrigens, für die, die es noch nicht wussten, der 430 Scuderia war übrigens der erste Ferrari, den ich damals gefahren bin. Damals war er auch noch aktuell, da war es noch nicht ganz so, das heißt nichts Besonderes, da war auch schon damals was Besonderes, aber nicht so begehrt und, soll ich sagen, ein Sammlerobjekt, wie es heute mittlerweile ist. 911er Turbo. Guck dich mal auch die Innenausstattung an. Diesen so ein bisschen Vintage-mäßigen Sitzen. Ich bin kein großer Porsche-Fan und auch kein großer Porsche-Experte. Deswegen ja, tut mir leid, dass ich mich jetzt nicht ganz so dafür begeister. Aber komm, das hier ist auch noch ganz cool. GT3 RS. Komplett in Schwarz, Black on Black. Kann man ja eigentlich auch nichts wirklich mit falsch machen. Wie ihr seht, auch in den Kopfstützen eingesteckt Weißdach-Paket. Carbondach ist so ein bisschen wellig. Denk mal, der wird wahrscheinlich PPF haben komplett. So, weiter geht's hier mit diesem Porsche 959. 60.000 gelaufen und ihr seht, einfach im hervorragenden Zustand. Okay, ein paar kleine Blessuren, aber allgemein wirklich schöner Zustand. Wie gesagt, ich bin kein großer Porsche-Fan oder Liebhaber, aber ich glaube, die gehen so also im richtig guten Zustand. Können die auch bis zu 1 Million kosten oder so. Wenn das falsch ist, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Dann haben wir einen GT Black Series und der ist auch wirklich komplett Black Series. Also wie ihr seht, komplett Black on Black. Richtig schöne, schöne Konfiguration. Pagani Huayra in matt schwarz. Bisschen, also ich finde in matt-schwarz, weiß nicht, geht der Wagen so ein bisschen unter. Finde ich jetzt nicht ganz so geil, wenn ich ehrlich bin. Aber Moment mal. Moment, Moment, Moment. Der ist überhaupt nicht matt-schwarz, oder? Moment mal. Hier ist so eine Struktur. Ist das matt-carbon? Ne, ist matt-schwarz. Aber ich glaube nur diese Flaps sind carbon-matt. Ja, ja. So ist es. Aber der Kontrast mit den chromfarbenen Felgen, der ist ganz cool. Dann geht es hier weiter, haben wir ein G-Modell, 650 Landaulet, V12 Biturbo. Gibt es nicht viele, also es gibt ja allgemein nicht viele, gibt ja allgemein nur 99 Stück, aber auch hier in Dubai sehr selten das Auto. So wie man mir gesagt hat, gibt es glaube ich wirklich nur ein, zwei Stück oder so hier in Dubai. Und hier haben wir einen davon. Bin ich auch schon, ich glaube, zwei Stück oder so, zwei Stück von gefahren. Eigentlich ein wirklich sehr geisteskrankes Auto, aber finde ich
Sehr, sehr geil. Total unnötig, aber auch wirklich total geil. So, DBX haben wir hier noch. Gibt es auch ein paar Stück von hier in Dubai. Allgemein verkauft er sich ja, glaube ich, nicht ganz so gut, wie ich das mitbekommen habe. Aber soll ich mal ehrlich was sagen, Freunde? Find ich schlecht den Wagen. Darf natürlich auch nicht fehlen. Rolls-Royce Ghost. Ja, dann, was haben wir hier noch? Cullinan, klar. Wie ein Taxi hier in Dubai. Aber ganz geil mit dieser Double Coach Line in Rot. Rotes Interieur in Weiß. Ja, kann man genauso machen. Gefällt mir sehr, sehr gut. 812. Ebenfalls eigentlich fast identischer Speck, kann man fast sagen, zum Cullinan. Weiß mit komplett rotem Interieur. Auch einfach zeitlos. Okay, gelbe Bremssättel hätte ich persönlich jetzt nicht unbedingt gemacht. Dann hätte ich das schon gemacht, dass das so ein rundes Paket wird. Ne? Auch noch rote Bremssättel. Aber gut. Dann natürlich hier die Legende SLR. Also Roadster 722S. Ich bin ehrlich, kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass dieses Auto schon 20 Jahre alt ist. Guckt euch einfach mal an, wie schön der SLR einfach immer noch aussieht. So, wir gehen einmal hier rum. Jetzt wird es nochmal richtig interessant. Jetzt kommen nochmal ein paar richtig schöne Autos. Aber wie konnte ich natürlich diesen wunderbaren Huayra BC Roadster vergessen. Direkt auch am Eingang. In Weiß, Carbon, abgesetzt mit diesen Akzentfarben in Rot und Blau. Interieur ist komplett schwarz mit Rot. Auch ein wirklich sehr, sehr, sehr schöner Spec. Sehr clean. Allgemeine Huayra ist ein wirklich sehr, sehr schönes Auto. Und auch komplett diese Coachline oder diesen Pinstripe, wie auch immer, das ganze Fahrzeug. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier einmal ein SVJ. Also genau so wäre eigentlich für mich. So hätte ich mir den auch konfiguriert. Und diese Farbe ist, glaube ich, dieses Viola 30th, also diese 30 Jahre Sonderedition. Nicht Sonderedition, aber halt diese Sonderfarbe ad personam. Schön, echt schön. Auch von innen gematcht, die Farben. Einer von 900. Ist klar. Dann haben wir hier einmal einen Ultime Roadster. Matt-weiß. Auch ganz geil mit dem Interieur, auch wieder Color gematcht mit den weißen Streifen. Daneben dann einen SV Roadster in Glanzweiß. Auch schön, weiß sowieso sehr begehrt. Und hier neben dann einfach nur wow. Countach in weiß. Abgesetzt mit Gold. Oh mein Gott. Guckt euch das doch einfach mal an. Wow, 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 wow. Also das ist wirklich Endstufe. Für mich auf jeden Fall. Genauso hätte ich mir den auch konfiguriert. Alles mit Gold. Alter Schwede. Also das ist wirklich schon richtig, richtig schön. Auch Lamborghini hinten in Gold. Ja gut, Countach an sich ist ja schon selten genug. Ne? Aber dann auch noch diesen Gold. Also das hat wirklich was. Ihr wisst ja wahrscheinlich, jeder Countach, der gebaut wurde, ist in einer anderen Konfiguration. Also es gibt kein Auto in der gleichen Farbe und dem gleichen Spec doppelt auf der Welt. Heißt, jeder Countach, der gebaut wurde, ist tatsächlich komplett einmalig. Wow. Ja, der Bruder, der freut sich auch über die Autos. Guck mal, der ist Lieferservice, weißt du. Finde ich auch cool. So, weißt du, so dass jeder einfach sich an den Autos erfreut. Und das finde ich auch so schön. Hier kann jeder reinkommen und sich an den Autos erfreuen, sich ein bisschen umgucken. Ne?
muss ich ja sagen, haben wir teilweise nicht so in Deutschland. Teilweise sind die Showrooms in Deutschland wirklich unfreundlich und nicht zugänglich für alle. Warum? Weiß auch kein Mensch. Angeblich wollen die Kunden nicht, dass man ihre Autos sieht. What the fuck? Keine Ahnung, was das soll. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind ja hier bei Al-Ain und sind offizieller Königsegg-Vertragspartner und deswegen haben wir hier auch zwei schöne Königseggs. Gucken wir uns auch mal ein bisschen im Detail an. Fangen wir mal an mit diesem schönen Regera. Hier haben wir also einen Regera in komplett Exposed Carbon. So ein Blauton, wie ihr wahrscheinlich seht. Aber ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt. Also es ist mehr so ein, also es ist blau, aber so ein ganz leichtes Blau nur. Es geht schon eigentlich mehr so ins Gräuliche so ein bisschen. Aber kommt jetzt, ich sehe gerade, kommt auf dem Video nicht ganz so gut rüber. Auf jeden Fall, ja, kann man ja nicht viel zu sagen. Ne? Einfach nur Endstufe auch von innen. Finde ich auch schön. In diesen cremefarbenen. Wunderbar, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite haben wir dann noch einen Agera R. Wenn ich ehrlich bin, für mich persönlich bis heute einfach der schönste Königsegg überhaupt. Also allgemein bin ich schon wirklich ein großer Königsegg-Fan, aber die neuen, so den Jesko und so, das sagt mir jetzt überhaupt nicht mehr so zu. Aber das hier waren noch Zeiten. Das hier ist einfach wirklich eines der schönsten Autos überhaupt aller Zeiten. Agera R auch, alles Carbon, Vollcarbon, Felgen aus Carbon. Ich denke mal, das wisst ihr aber auch alles. Ne? Was soll ich euch jetzt großartig dazu erklären? Ne? Ihr wisst ja wahrscheinlich alle über diese Autos Bescheid. Aber sowas dann auch wirklich in echt und live zu sehen, ist schon wirklich, wirklich schön und bemerkenswert. Aber Freunde, ganz ehrlich, ich kann nicht der Einzige sein. Bitte sagt mir doch auch, dass der Agera einfach 1000-mal schöner ist als der Jesko. Also es gibt's doch nicht. Ihr könnt mir doch nicht ernsthaft sagen, dass ihr alle den Jesko oder so schöner findet. Also ich muss sagen, Agera einfach der schönste Königsegg überhaupt. Auf jeden Fall, Freunde, das war's hier für Al-Ain Class Motors. Und wie gesagt, klein, aber fein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass euch hier dieses kurze kleine Video auch sehr gut gefallen hat, weil wir ein paar wirklich außergewöhnliche Fahrzeuge, wie zum Beispiel diesen Mansory Veyron hier haben. Und ich würde sagen, war nur einmal für zwischendurch, war jetzt eigentlich gar nicht so geplant, davon ein Video zu machen. Aber ich dachte mir, komm, Al-Ain Class müssen wir so ein bisschen Respekt auch mal zollen, weil die wirklich schon sehr lange hier im Game sind. Und ja, damit würde ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, Freunde. Peace.